Meine Bitte, komm ein bisschen nach vorne. Warum setzen Sie so weit? Bitte, komm nach vorne. So weit brauchen wir nicht da sitzen. Als die Schwester Zakeia mich angerufen hat, mit der Frage, bist du bereit, am 13. Mai hier zu kommen, habe ich gesagt, du hast aber einen großen Glauben. Das ist ein Mut, mich zu fragen, ob ich bereit wäre. Zuerst ich frage mich selbst, bin ich der Richtige? Kann ich das? Auf jeden Fall, naja, Nein zu sagen, ist das Letzte, was ich mache, sage ich zumindest versuche. Und der Plan, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, um uns ja ein bisschen vertiefen. Der 13. für viele Menschen ist keine glückliche Zahl, aber ich habe schon eine Hochzeit gespendet am 13. Das war der Freitag in Meschede, vor ein paar Jahren vor dem Covid-Zeit, der 13. Freitag, sie haben doch geheiratet. In Fatima, der 13., wir alle verbinden sofort natürlich mit Gottes Mutter Maria. Ich hatte die Zeit, letzte Woche, ein bisschen mich damit beschäftigen. Und heute, ausgerechnet vor 7 Jahren, ich hatte Glück gehabt, dort zu stehen, wo Fatima ist heute. Und das war der 100-jährige Fatima-Jubiläum, heute vor 7 Jahren, 2017. Weil ich aus Meschede komme, da bin ich schon 11 Jahre, habe ich eine Gruppe organisiert, da waren fast 50 Leute, sind wir nach Fatima gepilgert, natürlich unterwegs Santiago de Compostela, besuchte drei Tage in Fatima und dann waren wir über 1 Million Menschen, vielleicht manche von euch waren da, 1 Million Menschen, der 13. Mai, und der Papst Franziskus natürlich hat uns auch besucht, überrascht. Es gibt solche unvergessliche Stunden im Leben, die uns prägen, die sagen etwas mehr. Und dann habe ich mich beschäftigt letzten Wochen mit Lucia. Lucia, die ich schon jetzt damals, solange sie noch lebte, ein bisschen beobachtet. Sie war für mich, sie ist für mich immer auch eine Quelle der Inspiration. Das sind zwei Frauen, die ich immer gut im Auge genommen habe. Das war die Lucia aus Fatima. Und die zweite Frau, die mich immer beeindruckt hat, das war die Mutter Teresa aus Kalkutta. Diese zwei Frauen, diese zwei Nonnen, besser gesagt, aber die Lucia, sie hatte Zeit, viele Zeit, also 30 Jahre später nach der Erscheinung im Kloster, wo sie dann auch gestorben ist, sie hatte die Zeit, noch alles zu vertiefen und zu schreiben. Und was ich jetzt vorlese, hat die Schwester Lucia selbst geschrieben, 30 Jahre später. Ich zitiere: Ich spielte mit Francesco und Jacinta auf dem Gipfel des Abhangs, der Cova da Iria. Wir bauten eine kleine Mauer rund um ein Gebüsch. Da sahen wir plötzlich etwas wie einen Blitz. Es ist besser, wenn wir nach Hause gehen, sagte ich meinen kleinen Verwandten. Es blitzt, es könnte ein Gewitter geben. Also gut. Und wir begannen den Abhang zu verlassen. Als wir ungefähr in der Mitte des Abhangs waren, fast neben einer großen Eiche, sahen wir wie einen Blitz. Noch einigen Schritten erblickten wir über eine Steineiche die Dame. Eine Dame, ganz in Weiß gekleidet, strahlender aus als wie die Sonne. Und sie verbreitete ein noch helleres Licht, also die hellsten Sonnenstrahlen, die durch ein mit Wasser gefülltes Kristallglas scheinen. Überrascht durch diese Erscheinung blieben wir stehen. Wir standen so nahe, dass wir innerhalb des Lichtes bleiben, welches sie umgab oder was sie ausstrahlte. Der Abstand betrug etwas 1,5 Meter. Dann sagte unsere liebe Frau, habt keine Angst. Ihr
tue euch nichts Böses. Woher kommen Sie? Fragte ich sie. Ich bin vom Himmel. Und was wollen Sie von mir? Ich bin gekommen, um euch zu bitten, dass in den folgenden 6 Monaten jeweils am 13. derselben Stunde hierher kommt. Dann werde ich euch sagen, wer ich bin und was ich will. Ich werde danach noch ein 7. Mal hierher zurückkehren. Komme ich auch in den Himmel? Fragte ich. Jawohl. Und Jacinta? Jacinta auch. Und Francisco? Auch. Aber muss noch viele Rosenkränze beten. Ich erinnerte mich daran, so schreibt weiter Lucia, nach 2 Mädchen zu fragen, Mädchen, die kurz vorher gestorben waren. Sie waren meine Freundinnen gewesen, hatten bei meiner älteren Schwester weben gelernt. Ich fragte, ist Maria des Neves schon im Himmel? Jawohl. Und sie war damals 16 Jahre alt, als sie gestorben ist. Und Amelia? Nein, sie bleibt bis zum Ende der Welt im Wegfeuer. Und sie war etwas 20 Jahre alt, als sie gestorben ist. Wollt ihr euch Gott anbieten und alle Leiden zu ertragen, die er euch schicken wird, zu Sinne für alle Sünden, durch die er beleidigt wird? Und als Bitte um die Bekehrung der Sünder, fragte sie uns. Ja, wir wollen es, war unsere Antwort. Ihr werdet also viele leiden müssen, aber die Gottesgnade, sie wird eure Stärke sein. Als sie diese letzten Worte sagte, die Gottesgnade, öffnete sie zum ersten Mal die Hände und übermittelte ein so starkes Licht, dass wie ein Widerschein von ihren Händen ausging. Es drang uns in die Brust und bis die tiefste der Seele und wir erkannten uns selber in Gott, der dieses Licht war. Ein Licht viel klarer, als wir uns im besten Spiegel sehen konnten. Durch eine innere Anregung, die ebenfalls mitgeteilt wurde, fielen wir nun auf die Knie und wiederholten ganz innerlich: O heiligste Dreifaltigkeit, ich bete dich an, mein Gott, ich liebe dich im heiligsten Sakrament. Nach einigen Augenblicken fügte unsere liebe Frau hinzu: Betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden der Welt, um das Ende des Krieges zu erlangen. Daraufhin begann sie es langsam zu erheben, in der Richtung des Sonnenaufgangs aufzusteigen, bis sie in der Unendlichkeit der Ferne verschwand. Und das Licht, das sie umgab, schien einen Weg durch die Himmelswölbung zu öffnen. Aus diesem Grunde haben wir zuweilen erklärt, wir hätten den Himmel sich öffnen sehen. Ich glaube, dass ich schon in der Schrift über Jacinta oder in einem Brief dargelegt habe, dass wir eigentlich nicht von unserer lieben Frau Angst hatten, sondern von dem Gewitter, das wir warteten und vor dem wir flüchten wollen. Diese Erscheinungen unserer lieben Frau flüsten uns weder Angst noch Schrecken ein, sondern überraschten uns nur. Wenn ich die Frage bejahte, ob ich Angst gehabt habe, meinte ich die Angst, die ich vor den Blitzen, vor dem Gewitter hatte, vor dem dieselben wollten wir flüchten. Die Blitze waren keine eigentlichen Blitze, sondern ein Widerschein des Lichtes, das sich immer näherte. Wenn wir dieses Licht sahen, sagten wir manchmal, wir sehen unsere liebe Frau kommen. Aber unsere liebe Frau konnten wir in diesem Licht erkennen, wenn sie schon über eine Steineiche war. Deshalb,
Damit üben, das haben wir, das habe ich verstanden. Kind, Gesein vor Gott. Alles Widerwärtige mit Liebe anzunehmen, das führt mich zu ihm, zu Gott. So schreibt Lucia. Und wie Maria am 13. Mai sagte, betet täglich den Rosenkranz. Das ist die Waffe. Rosenkranz ist die Waffe im heutigen Kampf gegen den Satan, der sich entfesselt hat, in den Höhepunkt bald erreichen wird. Und das Leid und dessen Sinn ist hier mehr erklärt. Wer leidet, sollte es in diesem Sinne annehmen zur Sünde für unsere Sünde, für alles in der Welt. Und natürlich, wie Gottes Mutter sagte, um die Bekehrung der Sünder. So, Ende Zitat, so die Schwester Lucia im Kloster Coimbra, wo sie die letzten Jahre auch verbracht hatte. Schwestern und Brüder, was ist dieser Rosenkranz, den wir jeden Tag, das glaube ich, jeder von euch hat hier einen eigenen, dieser Rosenkranz ist etwas, was Gottes und Mutter Maria uns anvertraut. Warum, fragen wir uns, warum ihr selber ist dieser Rosenkranz, sicher immer trägt, eigenen, so wichtig. Ich werde nie vergessen, unser Professor im Seminar damals, vor 30 Jahren schon eben, er wollte uns das erklären in dem biblischen mit der biblischen Betrachtung. Er sagte, wir müssen zurückkommen auf das Alte Testament, und jeder von euch hier kennt diese Geschichte, da bin ich sicher, der riesige Goliath und der kleine David. Euch bekannt? Ja. Kommunionkinder mögen diese Geschichte. Kommunionkinder spielen diese Geschichte. Ich bin der Goliath, ich bin der David. Ne? Was ist das Besondere in dieser Geschichte? Tja, natürlich, die Kinder sagen das Besondere. Der Goliath ist 2 Meter über hoch, der Stärkste, der Beste. Alle haben Angst vor dem Goliath. Heute sagen wir etwas, was wir als Diktatur nennen. Ja, er war diktatorisch. Und der kleine David, 12, 14, 15, 16 Jahre alt, wissen wir nicht, ein kleines Kind, sagen wir. Und der König Saul, er wollte die Philistinenser auch besiegen, aber dieser Deal zwischen Goliath und Saul war klar, warum sollten wir alle sterben in diesem Krieg? Stellt euch einen Mann, wie viele Philistinenser machen das Gleiche, mit der Stärkste, wer gewinnt, hat ganzen, brauchen wir keinen Krieg. Einfach, ne? Ja, und der Kleine, es gab keine, die sich dann wollte vorstellen, der König Saul machte sich viele Gedanken, wer ist der Stärkste unter uns? Er denkt ganz irdisch, der König Saul. Das Interessante in dieser Geschichte ist, der David, er kommt von sich selbst. Keiner hat ihn gerufen, keiner hat ihn gefragt. Der Saul hat viele, die besten Ritter gefragt. Die alle hatten Angst. Das Kind, wir kennen, das Kind hat keine Angst. Nicht vor dem Goliath. Das Kind hat keine Angst, das Kind glaubt, vertraut. Und der Saul kann nicht das zumuten, natürlich, der Saul ist verantwortlich. Kind, wenn du verlierst, sowieso bist du schon jetzt verloren, dann gehen wir alle als Sklaven. Ja, und was sagte der David, was tut er? Er sagte, nein, ich kann das, ich schaffe es, weil ich habe so viele Bären verjagt. Aber wie? Du bist kein Ritter, du hast kein Schwert, du hast keinen Panzer, keine Rüstung, Ausrüstung. Genau das, mit diesem Schleuder in der Hand. Und ein Schleuder braucht viele, viele kleine Steine. Kieselsteine vielleicht, sagen wir. Und diese kleine Steine für einen Schleuder war die beste Waffe für das Kind. Mit diesen Steinen, Kieselsteinen, sagen wir, hat viele Bären verjagt. Und er will mit diesen kleinen Steinen
den riesigen Goliath besiegen. Und der Professor kommt jetzt zurück, ich melde mich wieder. Der Professor wollte uns deuten, dass diese kleinen Kieselsteine, vielleicht 50 zusammen, hatte David gehabt. Das war nichts anderes, als wir, was wir heute hatten, Rosenkranz. Ein kleines Stein, eine Perle, die mächtig ist, eine kleine Perle mächtig ist, den riesigen Goliath zu stürzen. Aber glaubst du daran? Wir müssen nicht daran glauben. Die Bibel sagt es. Und die biblische Wahrheit, die Wahrnehmung ist klar. Durch dieses Kind ist Gott bereit, alles zu ändern, unsere Geschichte heute, was ist läuft, was ist los heute mit uns? Ukraine vor 2 Jahren, jetzt Gaza, Palästinenser, Israelis. Es gibt so viele Diktatoren, Diktaturen und jeder will zeigen die Muskeln, ne? Wer ist stärker? Ich bin der Goliath. Ich habe hier zu sagen, ich bestimme eure Zukunft. Wie viele Goliathen haben wir heute auf dieser Erde, mein Gott? Mein Gott. Ja, und welche Waffe brauchen wir? Natürlich, wir produzieren. Die Deutschen sind Meister, Weltmeister in Waffen. Ne? Wir führen keine Kriege, aber wir liefern jede Waffe. Das sind wir klug. Ne? Man kann gut Geschäfte machen. Natürlich. Wir produzieren. Es gibt so viel, es fließt heute so viel Geld. In den letzten 2 Jahren seit der Ukraine. So viel Geld ist verschmolzen heute für die Waffen. Das sind nicht die Millionen, nicht die Milliarden, das sind die Billionen, Trillionen unterwegs. Der Hunger in Afrika beeindruckt keinen. Aber der Krieg, dafür haben wir jede Waffe. Wir machen den Goliath immer stärker. Ja, und welche Lösung hat unsere Zeit? Was sagt der König? Der König Saul, damals und wie heute? Was sagen die Menschen, die besten Politiker? Sie reisen um die ganze Welt. Und je mehr sie reisen, desto ohnmächtig sind sie noch mehr. Gerade, wir stecken in einem, wir bleiben in einem Stau. Ein Stau vor dem Stau. Wir leben eine Angst, in einer Angst vor der Angst. Ja, und wohin geht die Reise? Gerade die Bibel, die biblische Geschichte, dieser David und Goliath, kommt wieder zurück. Um unsere Lösung zu finden, brauchen wir wieder jemand oder nicht nur eine, so viele wie du und ich, wie heute hier in dieser kleinen Kapelle. Wir brauchen einen kleinen David unter uns. Wir brauchen diese Waffe, wie David zeigte, diese Schleuder, diese eine Perle, diese einen Stein. Das reicht. Und das, was uns mal Angst macht, was uns die Angst treibt, der Goliath, er hat nichts zu sagen. Er bestimmt nicht unsere Zukunft. Und deswegen darum, was ist los, ist sie da. Vor 100 Jahren Fatima. Und sie hat durch Fatima Geschichte die ganze Portugal als Nation gerettet. Das wissen Sie alle besser als ich. Es gab keinen Krieg in Portugal. Warum? Der Portugal war der kleine David. Er war da. Sie haben gebetet. Sie haben Gottes Mutter mehr anvertraut als wir heute. Und deshalb, diese Gottes Mutter Maria in Fatima damals, was sie sagte, was sie versprochen hat, das ist nichts anderes als die Bibel. Die Bibel sagt das Gleiche. Nur wir brauchen solche Menschen wie Gottes Mutter, die uns überkommen, überraschen und stellen uns vor eine ganz neue Aufgabe. Heute vor 100 Jahren, 107 Jahre ganz genau, Fatima, Bekehrung, Maria Gottes Mutter sagte, es reicht. Stopp! Sie hat uns zuerst eine, die Kinder, Kommunionkinder sagen, die gelbe Karte gezeigt, dann die rote Karte. Ja, bei dem Fußballspiel ist bekannt, zuerst kommt die gelbe, da kommt die rote Karte. Wenn sie kommt, sagt sie, stopp, es reicht. In Ukraine, in Gaza, in Israel, so viele Menschen sind gestorben. Der Papst Franziskus sagte vor ein paar Monaten, vor 2 Monaten, glaube ich, war das, bei dem Angelusgebet am Sonntag auf der Peterplatz, sagte,
Es gibt mehr als 40 Kriege, 44 Kriege, die heute geführt werden. 44. Eine biblische Zahl. Es reicht. Das sagt der Papst Franziskus. Es reicht seit Gottes Mutter Maria. Es reicht, was das reicht. Wir beleidigen Gott. Das ist die Botschaft. Mit jedem Krieg, mit jedem Missbrauch, mit jedem meine deine Sünde, die wir auch beichten, ich beleidige Gott. Wenn Mama zu Hause zusehen muss, dass sie zwei, drei Kinder streiten oder sich schlagen sogar, ne, was tut weh, Mama ist, fühlt sich beleidigt. Tja, es reicht, sagt Mama zu den Kindern. Es ist die Zeit, euch zu versehnen. Bitte setzt euch hier, zuerst wird getrennt und dann redet. So waren wir damals in Schlesien, ich selber, erzogen. Es reicht, Gott zu beleidigen. Es reicht, die Familie zu beleidigen. Es reicht, die Kirche, Jesu Kirche zu beleidigen. Mein Gott. Ja, und diese Beleidigen, heute hat schon grauen was. Wo ist Gott noch nicht beleidigt? Wo die Familie ist nicht beleidigt? Mein Gott, da möchte ich jetzt nicht hier stehen bis morgen früh und erzählen. Das wissen Sie besser als ich. Dieser Rosenkranz ist die Marienswaffe, diese kleine Perle und so mächtig. Der Pater Pio sagte, diese kleine Perle ist mächtiger als die Atombombe. Hat das jemand gehört, gelesen? Es ist mächtiger als die nuklearen Waffen. Aber glauben wir daran wirklich? Dann sind wir, wenn wir daran glauben, dann sind wir genauso wie die kleine David. Gegen riesigen Goliath, der uns heute in die Angst treibt. Und wir wissen, was die Angst ist. Und ich meine nicht direkt den Krieg. Natürlich, der Krieg ist die größte Angst. Vor 2-3 Jahren, Corona, Lockdown, Spritzen. Mein Gott, wer von uns hatte keine Angst? Tja, die Angst ist die Waffe in der Bibel des Bösen. Die Angst ist die Waffe für den Teufel. So die Bibel, klare Texte. Ob wir das sehen, erkennen, verstehen, keine Ahnung. Aber der Teufel will uns immer jagen in die Angst. Warum die Angst ist ihm so wichtig? Warum die Angst ist die größte Waffe für ihn? Weil er weiß ganz genau, wenn wir uns in eine Sackgasse treiben lassen, die Angst, die Sackgasse, wir werden alles, wirklich alles machen, was er erwartet, was er uns befehlt. Das ist der Punkt. Deshalb Gottes Mutter Maria kommt mit eigener Waffe, nicht die Angst. Das haben Sie gerade gehört. Lucia schreibt, die erste Woche von Gottes Mutter Maria und Fatima waren, habt keine Angst. Das ist der Punkt, wo heute die Angst herrscht. Das ist weg von Gott. Gott ist nicht da. Wenn die Angst verschwindet, er ist da. Sie ist da. Wo Gott an den Werk kommt, verschwindet jede Angst. Das erzählen mir auch Menschen in Meschede, im Krankenhaus oder manche zu Hause, als sie sagten, Pastor, als der Arzt mir gesagt hatte, welche Krankheit ich habe, die unheilbar ist. Und wie viel Zeit mir noch bleibt, also medizinisch betrachtet, wie viele Monate mir noch bleiben, dann habe ich Angst gespürt. Aber später, dann habe ich begonnen zu beten, mit Gott zu hadern, ihm etwas mehr zu vertrauen. Dann habe ich bemerkt, Tag zu Tag, die Angst ist geschmolzen, wie die Gletscher, die heute schmelzen. Die Angst muss weg. Und das ist unsere erste Aufgabe. Ich komme zurück zu dieser Goliath. Alle, die Sau, nicht nur die ganze Volk Israel, sie haben Angst vor dem großen, riesigen Goliath. Wer keine Angst hatte, wer war?
Und das kleine Kind, David mit seiner Waffe. Gottes Mutter Maria, wenn sie kommt, das heißt, sie hat uns etwas zu sagen. Wenn sie kommt heute zu uns, das heißt, sie sieht eine Gefahr für uns. Wenn sie kommt, heißt, oh, das ist die Stunde, eine andere meines Lebens. Und was in Fatima geschehen ist, geschieht heute in Medjugorje. Darf ich fragen, wer von euch war schon da? Danke. Ich sage, nächsten Monat fahre ich wieder. Und dann fahren wir nicht wegen aus unserer Neugier oder aus unserer Nähe. Jemand sagte mir so, ja, willst du auch die Gottesmutter, willst du also die Wunder sehen? Ich sagte, welche Wunder? Ich fahre nicht nach Medjugorje oder Fatima, um die Wunder zu sehen. Leute, bitte, bitte, ich brauche keine Wunder. Wunder ist, dass ich noch da bin. Wunder ist, dass sie ist da und uns eingeladen hat. Das ist Wunder. Wunder ist, morgen früh aufzustehen und die Vögel zu hören, wie sich heute diese Frühlingszeit, ne, Osterzeit, die Freude ist wieder da. Die ganze Natur ist prächtig, redet über die Freude. Wer redet heute noch über die Freude? In Medjugorje. Gottes Mutter, die da sagen, Gospa, ne? Unser Gospa hatte die gleiche, wirklich die gleiche Botschaft wie in Fatima. Und sie sagte einmal, das, was ich will hier weiter, ne, vollziehen, was ich in Fatima begonnen habe. Ende Zitat. Ihre Worte. Sie verbindet klare Texte. Ich war in Fatima, ich war in Lourdes, ich war in so vielen Ecken dieser Welt. Heute bin ich hier in Medjugorje. Und die Botschaft ist nichts anderes. Immer die gleiche, weil sie die gleiche Mama ist. Jede Mutter hat immer die gleiche Botschaft. Ist egal welche Zeit, ist egal welche Umstände. Und was sagt sie uns? Vielleicht manche von euch begleiten oder lesen. Ich lese jeden Monat 25. Tage des Monats. Diese Botschaft, ne, durchaus Medjugorje. Es gab keine Botschaft bis jetzt, nach 40 Jahren, die uns oder mir Angst gemacht hat. Oder hat das jemand so empfunden? Umgekehrt, bei jeder Botschaft ist friedlich, befreit, manchmal eine kleine Mahnung. Zum Beispiel, oft sagte sie, der Satan ist stark. Passt auf, der Satan ist stark. Aber noch stärker als der Satan, als der Goliath, ist David. Wenn du in diesen Rosenkranz in deine Hand nimmst, bitte, du brauchst keine Angst. Du brauchst keine Angst vor dem Satan, aber er hat nichts zu sagen. Natürlich, er tut, was er will. Aber bei Gott, er hat nichts zu sagen. Dafür sorgt sie. Diese Angst und gegenüber diese kleine Rosenkranz, das sind zwei Waffen. Damals wie heute nichts anderes. Welche Waffe ist uns wichtiger? Welche Waffe ist die, die uns heilen kann, begleiten, stark machen, wie dem kleinen David? Die Gottesmutter in Fatima, heute die Gospa in Medjugorje, die gleiche Botschaft. Sie zeigt uns immer den Jesus, gleich folgt die Anbetung, die Eucharistie. Sie ist, wie der ein großer Heilige sagte, die beste Straße, die schnellste Straße Gottes Mutter Maria zu Jesus, die schnellste Straße zum Himmel. Ende Zitat. Sie weiß, wo wir stehen. Sie weiß, was macht dich traurig. Sie weiß, was macht dir Angst. Sie weiß das ganz genau. Und sie ist da. Unsere, deine, meine Aufgabe ist, einfach zu kommen. Und ihr live in live, also Gesicht zum Gesicht sagen, hier habe ich meine Angst.
Hier bin ich traurig. Das und das hat mich verletzt. Bitte heile mich. Befreie mich von dem, was mich klein macht. Eine Mutter und ein Kind, sie finden immer die gleiche Sprache. Sie werden sie immer verstehen, weil das Vertrauen ist da. Sie vertraut uns etwas mehr. Natürlich, die Gospan, die Gottesmutter Maria aus Fatima, sie will uns in den, nicht nur den Himmel zeigen, sondern in den Himmel führen. Das haben diese drei Kinder, Francesco, Jacinta, Lucia, sie haben den Himmel gesehen, stimmt das? Sie haben Hölle gesehen und Fegfeuer haben sie gesehen. In Medjugorje ist nichts anderes, die gleiche Botschaft. Diese Kinder haben alles gesehen, um nicht so um Angst zu jagen, sondern um sie zu beruhigen. Der Himmel ist das Schönste und möglich für jede von uns. Himmel ist möglich, auch dann, wenn es schwierig ist. Es gibt keinen Weg zum Himmel ohne Leid, sagte Gottes Mutter Maria das Mal. Es gibt keinen Weg zum Himmel ohne Leid. Und hier können wir jetzt streiten, warum? Warum das Leid? Braucht die Menschheit das Leid? Ich sage, nein, nein, wir wollen keine nicht leiden. Warum brauchen wir das nicht? Und trotzdem, ja, das Leid, es gibt kein Himmel ohne Leid, ohne Leiden. Also meine theologische Auslegung, so verstehe ich das, ist er, weil Jesus Christus, Gott, Gottes Sohn, er hat gelitten wegen uns, für uns, mit uns. Leid ist Jesus, Leid wurde Jesus Christus nicht erspart, umgekehrt, zugefügt. Und eigentlich, wenn wir uns selbst gucken, jetzt jeder von euch, gucken wir uns selber. Dieses Leid, das dir und mir begleitet, ist von anderen Menschen zugefügt oder von dir selber ausgearbeitet, gemacht, getan. Welches Leid ist jetzt bei dir größer? Von anderen Menschen zugefügt? Bewusst oder unbewusst, so wie die Menschen. Oder von uns selbst gemacht. Und da sage ich, wow, welchen Quatsch habe ich jetzt gebaut. Ich leide darunter, aber bin ich selber schuld. Anderes Mal, ich leide noch mehr darunter, aber bin ich, ich fühle mich unschuldig. Die anderen haben mir etwas zugefügt. Nämlich wie den Josef aus Ägypten, ne? Der Gerechte, der Josef aus altem Ägypten, der bei Pharao Karriere gemacht hat. Dieser Josef war der Beliebte bei dem Vater. Und trotzdem, alle Brüder haben ihn verkauft, weggeschickt, weggejagt. Er hat gelitten, mein Gott. Er wusste, was Leiden heißt. Weil, aber selber war nicht schuld dabei. Und darunter aber war er gelitten. Seine Brüder haben dieses Leid zugefügt. Und das passiert unter uns genauso. Es ist so. Dieses Leid in der Bibel kann aber etwas Gutes machen. Dieser Josef, die Menschen, die mehr leiden, sind mehr in der Lage, die ganze Lage zu überblicken, zu verstehen und das Gute machen zum Schluss. Da kommen zu ihm alle Brüder zusammen, die ihn verkauft haben. Und er hat ihnen nicht nur etwas verkauft, aber hat sich mit ihnen versehnt. Zuerst geweint, ja, ein erwachsener Minister bei dem Pharao, er hat geweint wie ein kleines Kind, wegen des Leides, die sie ihm zugefügt haben. Und dieser Leid verwandelt Josef in größte Freude. Dieses Leid, das Jesus Christus zugefügt haben, durch Pilatus, durch viele andere, verwandelt Jesus in der Freude, aus der Freude, die Verzeihung entsteht. Leid ist auch wieder eine andere Waffe. Andere Waffe, die uns zerstören kann, physisch, moralisch, und umgekehrt dieses Leid, eine Waffe, die uns wieder aufbauen kann. Und noch größer machen. Mein Gott,
So ist die Bibel verrückt. So ist Gott ganz anders als die Menschen. Er selber sagt, meine Gedanken sind eure Gedanken, meine Wege nicht eure Wege. Bei Gott, alles was groß ist, macht Gott klein. Und alles was klein ist, macht Gott groß. David und Goliath haben das gezeigt. Das Große muss weg, das Kleine kommt rein. Die Demut und die Hochmut bei uns. Jeder von uns weiß ganz genau, was Hochmut ist und die Demut. Und das gehört zur Erziehung. Dass wir uns Gott der Mutter auch sagen, vertrauen, sei nicht so hochmutig. Was brauchst du noch mehr zum Leben? Dass wir den Himmel nicht verlieren. Das hat die Christi Himmelfahrt letzte Donnerstag, letzte Woche gezeigt. Christi Himmelfahrt. Das ist deine, meine, unsere Aufgabe, dass wir den Himmel nicht verlieren. Wissen Sie, was der Himmel ist? Natürlich, jeder von uns hat eigene Vorstellung oder Erklärung. Ne? Die Bibel sagt etwas klare Texte über den Himmel. Diese Jünger fragen, Meister, aber Jesus, was ist der Himmel? Erklärt uns das. Und ich sagte, naja, okay, mit dem Himmel ist nichts anderes wie mit einer Hochzeit. Punkt. Himmel ist wie eine Hochzeit. Die Hochzeit ist Gemeinschaft, Hochzeit ist die Liebe, Hochzeit ist guten Wein zu trinken, Cana Galilea. Natürlich. Würde wir in den Himmel Wein trinken? Fragte mich jemand. Keine Ahnung, aber warum nicht? Der Himmel ist etwas, was Gottes Mutter uns, jeden von uns wünscht. Deshalb kommt sie so oft. Und zu Medjugorje wieder zurück. Das ist vielleicht ihre letzte Stelle. Vielleicht, das wissen wir nicht. Das können wir nicht wissen. Aber so habe ich den Eindruck, weil die letzte ihre Stelle, die letzte Erscheinung in Medjugorje, zu Medjugorje gehören, diese Erscheinungen bis heute nach 43 Jahren haben noch nicht aufgehört. Und warum? Weil sie spürt die Not. Nicht ihre, unsere. Sie spürt unsere Not, sie wissen das. Wir sind ohne sie, sage ich im Stichchen, ich treibe mich verloren. Ohne sie sind wir verloren. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Zukunft ohne Jesus. Das sagt Gottes Mutter Maria. Ohne ihn habt ihr keine Zukunft. Und was machen wir heute? Ach, wir versuchen alles. Ohne Gott. Die Ideologie. Ist egal welche. Wir haben viele Ideologen heute in der Politik, in Brüssel. Manchmal, ich fürchte mich. Deshalb, der Himmel ist ihr so wichtig. Viel wichtiger als unsere arme Mutter Erde, die uns glücklich machen will und kann, aber was machen wir damit? Himmel, Christi Himmelfahrt, ein großer Heiliger, über den Himmel sagte, wenn wir irgendwann den Himmel erreichen, werden wir dreimal staunen. Das Erste, dass wir Gott erstes Mal Auge zu Auge, Gesicht zu Gesicht sehen können und dürfen. Genauso wie das kleine Kind nach der Geburt, welche Freude für Mama, eigenes Kind zu sehen, in die Augen zu schauen und den ganzen Himmel abzulesen, ist in Augen des Kindes. Dass wir Gott schauen dürfen, das ist erst das Staunen, das gleiche weiter. Wir werden staunen, sagt der große Heilige, dass im Himmel sind viele Menschen, die wir damit nicht gerechnet haben, sie zu sehen in dem Himmel. Ne? Ja, wie kann die Kommunionkinder, habe ich gefasst, ist der Hitler auch im Himmel? Er sagte, wow, warte. Ich sage nicht weder nein oder nein oder ja. Darf ich nicht, weiß ich nicht. Aber die Bibel, diese Jesu-Kreuzigung auf der linken, rechten Seite, was sagt von der rechten Seite?
Der Kriminalist ist ein Terrorist. Herr, denke an mich, wenn du im Paradies seinst. Und Jesus klare Antwort, heute noch. Der erste Heilige hat Jesus gesprochen. Und das war kein gerechter, kein toller Mensch, wie Christen, wie du und ich. Das war Kriminalist, Terrorist, Diktator, gekreuzigt. Ihm hat Jesus Paradies versprochen. Da muss ich dich atmen. Im Himmel werden wir begegnen Menschen sagen, unglaublich, du bist im Himmel. Passt nicht, ne? Das ist nicht mein Himmel. Aber gleichzeitig der große Heilige sagt, im Himmel werden wir Menschen nicht begegnen, die wir erwartet haben. Tja, das tut weh. Da muss ich zuerst tief atmen, jetzt lass mich verschlucken und sagen, was heißt das? Wie? Mein bester Freund, meine beste Freundin, sie ist nicht da? Nein. Vielleicht als Ergänzung sagen wir, noch nicht. Noch nicht da. Wie die Gottesmutter sagte zu der Lucia. Lucia hat sich gefragt, meine beste Freundin mit 20 Jahren, ist sie im Himmel? Gottesmutter sagte, nein. Bis Ende der Welt, sie bleiben im Fegefeuer, Fegefeuer. Aha, das heißt, manche Menschen, die gestorben sind, sind noch nicht im Himmel, weil der Weg zum Himmel ist noch lang und nicht so einfach. Bis Ende der Zeiten, bis Ende der Welt warten viele auf den Himmel. Das sind ihre Worte, nicht meine. Das sind Botschaften nicht aus dieser Welt, sondern von der anderen Welt. Diese Logik des Himmels ist eine andere als unsere irdische. Und sie kommt deswegen. Und sie sagt uns, sie zeigt uns den Himmel. Nicht um zu sagen, wow, schau mal, es mir geht gut, ne? Wir haben Gottes Mutter Maria im Himmel, mir geht es gut, ne? Schau mal, welchen Palast habe ich jetzt. Nein, sie zeigt den Himmel, dass sie will in diesen Kindern in uns Sehnsucht, wahre Sehnsucht, Wachen erwecken. Dass du die Sehnsucht hast, die Teufel, was ist Fegefeuer, also Deutsch Fegefeuer, unglücklich übersetzt. Purgatorium heißt offiziell. Die Kirche redet über Purgatorium, ist nichts anderes als die große Sehnsucht nach Gott. Die große Sehnsucht. Also die Menschen, die Fegefeuer sagen, diese Purgatorium, sie befinden, so verstehe ich die Bibel, sie sehen den Himmel wie durch das Fenster, aber sie sind noch nicht da. Sie sehnen sich, genauso wie zwei Verliebte. Sie lieben sich ohne, ja, also wirklich und geht es nicht mehr. Sich lieben heißt, sie spüren die Sehnsucht. Aber der eine sitzt in Afrika, der zweite in Amerika und sie lieben sich. Die Sehnsucht ist da, aber sie können sich noch nicht umarmen. Das ist Purgatorium. Ja, die Sehnsucht, die tiefste Sehnsucht. Du hast die Sehnsucht nach Himmel, nach Gott, alle, die da sind, aber du bist noch nicht da, du bist noch unterwegs. Einfach. Und gleichzeitig bisschen, naja, ich gucke jetzt in die Uhr, weil ich verliere, ach mein Gott, ich wollte noch euch Zeit schenken. Für eine, zwei, drei Fragen vielleicht, weil ich möchte nicht so viel reden, das ist monoton, das ist ein bisschen langweilig, der eine redet, der zweite muss hören, bei dem Mann, wie oft bei mir selber habe ich eingeschlafen, weil etwas so langweilig, ne? Ich möchte euch nicht langweilen, sondern dass wir heute an diesem 13. Mai Gottes Mutter in die Augen schauen, uns fragen, wow, 107 Jahre, und dann gleich gucken, wo bist du, Gottes Mutter, heute Medjugorje. Was sagst du uns? Was willst du von uns? Warum kommst du so oft? Warum liebst du mich so? Dann die eine von denen, die Gottes Mutter gesehen haben, die Medjugorje, die kennen sich diese Geschichte besser als ich, eine fragte, glaube das war die Mirjana oder Ivanka, keine Ahnung, warum bist du so schön? Zu Gottes Mutter, nee, sie ist so schön. Warum bist du so schön? Hat jemand die Antwort gehört? Weil ich liebe.
Danke. Weil ich liebe. Stellt euch vor, gerade das, darum geht es. Wenn du lieben kannst und willst, dann tust du das, dann bist du der Schönste auf dieser Welt. Da brauchen wir keinen jetzt, ne, Miss der Welt oder welche Madonna noch dann die Villa oder suchen, gucken, was die Zeitungen treiben und zeigen. Leute, bitte, du bist die Schönste, wenn du liebst. Jetzt kommen die Fragen, oder wer von euch hat etwas, was euch jetzt bewegt an diesem Abend wie heute? Ich höre zu. Muss keine Frage sein, einfach ein Gedanke. Wo bist du beschäftigt? Was beschäftigt dich jetzt? Wo bist du? Was möchtest du mitnehmen heute nach Hause? Wo fühlst du dich befreit? Fröhlich. Können Sie noch das sagen, ja. Also, danke. Sonnenwunder. Richtig. Ja, das heißt, in vor 7 Jahren, Fatima, wir waren 3 Tage, ich hatte die Zeit, die Möglichkeit. Ich habe das Haus von Lucia besucht. Und ich sehe 2 Kinder auch. Also Portugiesen in Portugal damals, die Menschen waren so klein, sie brachten keine großen Tiere oder Fenster, ich musste ihn durch den Rücken beugen, in das Haus reinzukommen. Habe das Bett von Lucia gesehen, hier hat sie gelebt, bla bla. Und dann, es gibt ein Museum, wo alles ist Fatima-Geschichte dokumentiert. Und wir wissen das, was sagte sie am 13. Juni, 13. Juli, 13. August, bis den 13. Oktober. Das Interessante ist, das war glaube ich Juli oder Juni, sie hat Gottes Mutter Maria angesagt, ich zeige euch, ich bringe euch ein Zeichen des Himmels, am Himmel zu sehen. Und alle Menschen, die neugierig sind, können das wirken, ob sie glauben oder nicht glauben, sehen. Und das ist die portugiesische, ne, mediale Welt, Zeitung, Fernseher, damals Radio, haben die Nachricht ausgebreitet, so weit das. Diesen 13. Oktober waren, wir wissen ganz genau, man rechnet, man redet über 70.000. Sie waren da. Unter ihnen viele, viele, die nicht geglaubt haben. Sie kamen aus Neugier, sie wollten Wunder sehen. Ja, Journalisten bei den ältesten Kameras damals, Fotokameras, sie haben alles gedreht. Und gerade das, was sie gedreht haben, Fotos, und danach alle die Menschen, die erzählt haben, was haben sie gesehen, erlebt, alles kann man in Fatima, in diesem Museum nachschauen, nachlesen. Es gibt wissenschaftliche Beweise. Ja, und das, was heißt dieser 13. Oktober? Als sie kamen, das war die gleiche Zeit, um 12 Uhr, glaube ich, Mittagszeit, ne? Es hat geregnet. Und wen? Und dann plötzlich, um 12 Uhr oder die richtige Zeit, plötzlich die Wolken machen sich auf, von nichts kommt die Sonne. Und zuerst haben sie gespürt die Wärme, wie die Sonne, welche Wärme schenkt oder strahlt die Sonne. Sie haben das gespürt, weil sie waren alle total nass. Und plötzlich, alles was war nass, war trocken. Und das, die Sonne, beginnt sich zu bewegen. Also sie dreht sich so und dann immer diese Distanz und Nähe haben sie erlebt. Sie waren momentan so zu weit, dann wieder zu nah, so zu nah. Sie haben Angst gespürt, sie haben geschrien, diese 70.000 hat geschrien, weil die Sonne kam zu nah. Sie haben sich erschrocken, in die Knie vielleicht, gebetet manche. Und dann ging die Sonne wieder zurück und sie macht immer die Kreise, deshalb genannt ist diese Zeichen Tanz. Die Sonne hat getanzt. Und nicht nur getanzt, die Farben, Regenbogen oder gestern, vorgestern, was haben Sie die Polarlichter gesehen? Also, ich sage das für ein Zeichen der Zeit heute. Was die Natur alles nicht kann.
was die Natur nicht spendet. Unmöglich, unglaublich, diese Sonne hat wirklich getanzt. Und dieses Spektakel, das gedauert, keiner weiß ganz genau, aber man redet über von 7 bis 12 Minuten, sollte dieser Tanz dauern. 7 bis 12 Minuten. Als alles sich beruhigt, alle haben bemerkt, Regen ist weg, Wolken sind weg, ich bin trocken, bitte, wie? Das sind keine Märchen, was ich erzähle. Alles hat Lucia geschrieben und nicht nur Lucia, sondern die Menschen, die damals als Zeugen, als Wissenschaftler, sie haben alle ganz schöne, ja, wissenschaftliche Beweise bewiesen und kann man heute alles nachgucken, nachlesen und so. Ich frage mich, warum redet keiner darüber? Viele Menschen sagen, es gibt keine Wunder, ne? Wir dürfen nach Fatima. Medjugorje nicht anders. Medjugorje hat Gospa auch ins Land vertraut. Ich zeige euch ein Zeichen. Es kommt ein Zeichen am Himmel. Für alle Menschen werden das sehen können. Diese 10 Geheimnisse sind bekannt, ne? Aus Fatima. Dieser Brief vom Himmel. Was? Die da, die Mirjana, oder Mirjana, glaube ich, hat es bekommen, ne? Diesen Brief vom Himmel, 10 Geheimnisse. Ja, sie warten. Und eines zu den Geheimnissen ist die Rede über Zeichen für alle Menschen, die nicht glauben oder die Menschen, die diese Zeichen sehen wollen, am ganzen Himmel. Wann das kommt, wie, das wissen wir nicht. Aber nicht die Zeichen der Zeit sind das Thema heute, das Thema ist sie selber. Gottes Mutter Maria. Ich reise gerne um die Welt, vor allem Lateinamerika, Peru, Bolivien, wo ich meine 6 Jahre verbracht habe. Ich sage Ihnen, so viele Länder, die ich gesehen habe, ich habe kein Land gesehen ohne Gottes Mutter Maria. In jedem Land, sie war da. Sie hat Spuren hinterlassen. Und nicht nur jetzt in Guadalupe, Mexiko, auch in Bolivien, in Cochabamba, in Peru, überall in Afrika, in Asien, in Japan. Sie war da. Sie geht vom Haus zum Haus, vom Land zum Land, von Kontinent zum Kontinent. Sie ist nie müde. Sie ist nie müde. Ich bin müde, aber nicht sie. Danke für die Frage. Nächste oder? Andere Stimme. Die Stille tut auch gut, ne? Ja, vielleicht reden wir zu viel. Ich könnte noch etwas anschneiden. Ja? Und zwar, das passt auch, Sie sind aus Medjugorje, nee, nicht Medjugorje, in Meschede heißt es auch. Ja, richtig. Meschede. Mhm. Da gibt es auch die Benediktiner. Auf jeden Fall. Ihrer Art zu leben. Ja. Und ich selber habe auch in Benediktinern, ja, war ich erst gewesen. Mhm. Und die beten, ich würde sagen, 5-mal am Tag sind die in der Kirche zu gemeinsamen Gebetszeiten. Mhm. Und die pflegen halt ihre uralte Tradition, die aus dem 8., 7., 6. Jahrhundert. Die Zeit von Heiligen Benedikt damals. Benedikt, ja. Genau. Und so, das pflegen die. Und das ist wunderschön und ergreifend. Und was und die kennen, also da wo ich war, die kennen den gemeinsamen Rosenkranz, kennen die nicht wahr. Das passt in ihr Programm irgendwie nicht mehr rein, weil die sind schon. Was würden Sie zu denen sagen? Darf ich nicht. Ich meine schon, also ich kenne schon, weil wir arbeiten zusammen, Pater Karl, Pater Rainer, wir arbeiten wirklich eng zusammen. Manche von den Mönchen Benediktiner, sie beten Rosenkranz, natürlich, aber einzelne, nicht gemeinsam, das ist interessant, ne? Gemeinsam mal. Ja, ja, also sie beten diese 5, 6, 7 Mal am Tag, Ora et Labora, sagte der Benedikt damals. Und was der Benedikt sagte, machen sie bis heute. Sie sollten so viel beten wie arbeiten. Ja, also sie gaben
Den ganzen Tag haben sie strukturiert in drei Einheiten. 7 Stunden schlafen, 7 Stunden beten, oder 8 Stunden beten, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden arbeiten. Also ich provisorisch ein bisschen. Ne? Also ein Gleichgewicht zwischen schlafen, beten und arbeiten. Das hat die Devise des Herrn Benedikts. Aber damals, so verstehe ich Ihre Frage, der Benedikt in seiner Zeit, Rosenkranz war damals nicht so bekannt wie heute. Wer hat damals Rosenkranz gebetet? Wer von den allen anderen Heiligen hat Rosenkranz gebetet? Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, deswegen offiziell Rosenkranz gehört nicht zum Benediktinerregeln, also seinem, ne, was er geschrieben hat, sondern die Patres, die Benediktiner, ich persönlich kenne, ich weiß, sie gehen auch, ich sehe sie manchmal auch mit Rosenkranz. Also sie beten Rosenkranz. Nicht gemeinsam, getrennt, aber sie beten es. Ob das meine, die richtige Frage, Antwort ist, keine Ahnung, aber ich verstehe gut, ja, es gibt Klostergemeinschaften, nicht nur Benediktiner, offiziell, sie beten keine Rosenkranz. Was bewegt euch? Ja, bitte. Ja, kann man das so verstehen, dass alles, was uns bedrängt, dass Ängste, Leiden, Schwierigkeiten und Sorgen sind, wenn man es der Mutter gibt, macht sie einen Schatz draus. Es gibt keine Hoffnungslage. Hoffnungslose Lage gibt es bei Gottes Mutter Maria nicht. Es gibt immer. Sie macht sich selber auf dem Weg mit uns. Auch dann, wenn du in welche Krise steckst oder welche Krise noch kommt, sie wird uns nicht verlassen. Ich habe ein paar Wochen lang gelesen, Menschen, die in Gaza verfolgt wurden oder gerne, und die Menschen, die eine der Natur, diese Erdbeben in, wo war sie letztendlich? Gerade war letztes Jahr eine große Erdbebengeschichte. Die Menschen, die nach 7 Tagen gerettet wurden, was haben sie erzählt? Sie erzählen von Gospa, von Gottes Mutter Maria. Sagen, sie war da, sie hat mich besucht jeden Tag. Und sagen nicht 1, 2, 3, das sagen so viele andere Menschen. Gaza heute, das Gleiche. In Vatikan staunen, das ist die letzte Nachricht aus Vatikan, in Vatikan staunen sie, dass so viele Araber heute sie sich taufen lassen wollen. Sie waren Moslems. Wie viele von ihnen waren Terroristen und heute Christen? Woher kommt das? Ist das nicht die Bibel wieder zurück? Die Saulus- und Paulus-Geschichte? Gerade das. In Vatikan, sie wissen das. Sie haben Statistiken. Nur es gibt keine Erklärung. Welche? Es gibt keine. Entweder glaubst du oder glaubst du nicht. Ich glaube, die Zeit ist schon jetzt fast da. Ne? Zacharias sagt, macht Schluss. So sagt Pastor, es reicht. Ich würde nicht vergessen, eine kleine, also einmal im Monat habe ich eine Kindermesse in Meschede und dann mit Mikrofon, ich gehe mit den Kindern, ich stehe und dann spreche mit den Kindern und glaube, dass meine Predigt war zu lang, weil ich vielleicht, da kommt ein 5-jähriges Kind zu mir, meine Messe gebannt, wann bist du fertig? Ich sagte ihm jetzt, Amen, Schluss. Ja.